Was hat Tom Riddle den anderen Waisenkindern eigentlich angetan? Das und mehr jetzt in diesem Video. Lord Voldemort war schon immer bekannt als der mächtigste dunkle Zauberer, der jemals auf der Erde wandelte, und wir wissen, dass er sein Handwerk in Hogwarts gelernt hat, nachdem Dumbledore ihn im Alter von 11 Jahren aus einem Waisenhaus holte. Aber der junge Tom Riddle hatte den Gebrauch seiner Magie während seiner Zeit im Waisenhaus mehrere Jahre lang schon bemerkt und genutzt. Zwar wusste er nicht genau, was es war, aber er hatte Fähigkeiten, die niemand anders besaß. Er war dafür bekannt, dass er ein Tyrann gegenüber den anderen Waisenkindern war. Dies tat er wahrscheinlich, weil er wusste, wie stark seine Kräfte ihn machten. Er konnte Dinge tun, die andere verletzten. Er konnte ihnen Angst einjagen. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, was genau an dem Tag geschah, als Tom Riddle und die anderen Kinder des Waisenhauses einen Ausflug machten. Wir wissen, dass er mit 2 anderen Kindern die Höhle betrat und sie danach nicht mehr dieselben waren. In diesem Video werde ich das untersuchen und euch berichten, was meiner Meinung nach genau passiert ist. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir die tatsächliche Ebene der Magie verstehen. Er hatte eine gute Beherrschung und Kontrolle über seine damals noch schwächeren Fähigkeiten. Er konnte auch mit Schlangen sprechen. Er konnte die anderen Kinder mit Magie verletzen und er tat dies, wann er wollte, egal ob sie ihm auf die Nerven gingen oder nicht. Er konnte Dinge mit seinem Geist bewegen und mit der Zeit begannen alle anderen Waisenkinder sich vor ihm zu fürchten, denn sie wussten, dass etwas an ihm anders war. Tom liebte das Gefühl der Macht und irgendwann brauchte er nicht einmal mehr Magie zu benutzen, um die Dinge zu bekommen, die er von anderen haben wollte. Er ging einfach hin und nahm sich, was er haben wollte, denn die Kinder kannten die mächtigen Eigenschaften von ihm und hatten große Angst davor. Sogar die Leiterin des Waisenhauses, Miss Cole, wusste, dass es etwas Dunkles in Tom gab. Vorfälle mit den anderen Kindern bestätigten es ihr. Dumbledore kam, als Tom 11 Jahre alt war, ins Waisenhaus, um ihn zu besuchen und ihn nach Hogwarts zu bringen. Davor jedoch machte das gesamte Waisenhaus einen Tagesausflug irgendwohin außerhalb von London. Als Tom ankam, bemerkte er etwas, das wie eine Höhle aussah. Es gab keinen Namen dafür, aber sie fiel ihm wirklich ins Auge, als würde sie nach ihm rufen. Leider war sie unzugänglich für Boote und hatte viele Hindernisse zu Fuß im Weg, was bedeutet, dass sie nur durch magische Mittel zugänglich war. Wir wissen nicht, wie Tom den Eingang erreicht hat, aber seine magischen Fähigkeiten waren fortgeschritten genug, um ihn dorthin zu bringen, und er brachte 2 andere Waisenkinder mit sich, Amy Benson und Dennis Bishop. Es ist nicht bekannt, in welcher genauen Beziehung Tom zu den anderen beiden stand, ob sie ihm folgten, weil er coole Sachen machen konnte, oder ob sie unfreiwillig dabei waren. Tom liebte es, verfolgt zu werden, und das wissen wir aus seiner Zeit in Hogwarts. Die Kinder haben in der Höhle etwas Schreckliches gesehen, und sie waren so entsetzt, dass sie nicht verraten konnten, was sie gesehen haben. J.K. Rowling sagte, sie würde nicht verraten, was die Kinder an dem Tag gesehen haben, und wie bei den meisten Dingen bleibt uns dazu nur unsere Vorstellungskraft, was so viel bedeutet wie, dass unsere Gedanken über die Situation vielleicht nicht ganz richtig sind, aber auch vielleicht nicht ganz falsch. Ich habe mir die Frage gestellt, was ein Junge in Toms Alter zu anderen Kindern sagen kann und ihnen zeigen kann, um sie danach zum Schweigen zu bringen und völlig zu verändern. Er könnte die Legilimentik angewandt haben, um in den Köpfen der Kinder falsche Bilder einzupflanzen. Aber seien wir mal ehrlich, er war sehr stark, aber bei weitem nicht so stark mit 11 Jahren. Zu dieser Zeit war er ein völliger Neuling im Gebiet der dunklen Magie. Er wurde aus einem bestimmten Grund von dieser Höhle angezogen. Ich glaube, er wurde von ihr angezogen, weil sie bereits voller dunkler Magie war. Er konnte spüren, dass etwas schon in der Höhle gewesen war, bevor Tom überhaupt dorthin gekommen war. Ich glaube nicht, dass Lord Voldemort die dunkle Magie in dieser Höhle erschaffen hat. Ich glaube, er hat mehr hinzugefügt, ja, aber grundsätzlich war die dunkle Magie schon vorhanden und diese zog den jungen Tom magisch an. Ich denke, dass die hunderten Inferni in der Höhle schon seit Jahrhunderten dort unten sind und dass ein anderer Zauberer sie verzaubert hat, um dort zu warten. Eventuell sogar Salazar Slytherin, um auf seinen Erben zu warten, wer weiß. Ich denke auf jeden Fall, sie waren schon seit Jahrhunderten dort unten und die dunkle Magie, die sie umgibt, ist das, was Tom überhaupt es in die Höhle gelockt hat. Die Inferni können die Höhle nicht verlassen, es sei denn, sie stehen unter der Kontrolle eines Zauberers, denn theoretisch sind sie nur wiederbelebte Leichen, ohne individuelle Meinung oder Charakter. Man kann sich das vorstellen wie bei The Walking Dead. Wenn ein Zauberer sie von einem Dienst befreit, kehren sie in den See in der Höhle zurück. Vielleicht nahm der junge Tom Amy und Dennis in die Höhle, ohne genau zu wissen, was sie dort finden würden, aber er wusste, dass etwas dort war.
Die Inferni stiegen aus dem See und kamen aufs Ufer zu. Sie wollten keinerlei Schaden anrichten wie bei Harry. Ich denke, sie kamen zum Ufer, weil sie Toms dunkle Magie und Energie spürten. Es waren Hunderte und Amy und Dennis waren natürlich geschockt. Wer sieht schon als Muggel-Leichen bzw. Bewohner aus der Unterwelt aus einem See steigen? Es waren wiederbelebte Leichen in verschiedenen Stadien der Verwesung, die vor den drei Kindern standen. Man kann sich also schon gut vorstellen, wie schlimm das für die anderen Kinder gewesen sein muss. Okay, für Tom eventuell nicht so schlimm, weil er daran gewöhnt war, dass ihm seltsame Dinge passierten. Es scheint mir meiner Meinung nach eine passende Erklärung dafür zu sein, was passiert ist und wieso die Kinder aus dem Waisenhaus so verstört waren und warum sie nicht mehr in der Lage waren, zu sagen, was sie gesehen haben. Es gibt natürlich auch Bedenken, wie ein kleiner Junge in eine unzugängliche Höhle gelangen konnte, aber J.K. Rowling tat das, was sie eben am besten kann, und das ist, alle Dinge offen zu lassen, damit unsere Fantasie die Lücken füllen kann. Und genau das ist es, was meiner Fantasie eingefallen ist. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.